Ja, das ist die Fortsetzung der vielen Warnstreiks, die wir in der Geschäftsstelle Rheine schon organisiert haben. Heute natürlich eine sehr große mit den vielen Beschäftigten der Firma Krone und den auch immerhin einigen Mitarbeitern der Firma Storm. Und wir haben natürlich das optimale Wetter ausgesucht, um auch hier in Spelle deutlich zu machen, dass das bisherige Angebot der Arbeitgeber überhaupt nicht ausreicht. Die Arbeitgeber haben ja, nachdem wir 5% Einkommenserhöhung gefordert haben, im zweiten Schritt 2,1% für 24 Monate angeboten. Das ist uns einfach zu wenig. Und ohne Bewegung, ohne Aktionen, ohne Protest und Warnstreiks würden die Arbeitgeber ja kein höheres Angebot vorlegen, denn da gäbe es ja keine Notwendigkeit. Also diesen Druck müssen wir einfach erzeugen, damit auf Arbeitgeberseite sich das bisherige Verhalten ändert und ein deutlich höheres Angebot vorgelegt wird. Das ist die Zielsetzung all der Warnstreiks und auch für uns hier in Spelle bei Krone und Storm ist es wichtig mitzumachen, um darauf Einfluss zu nehmen und auch einen Beitrag zu leisten, damit es am Ende ein besseres Ergebnis gibt. Das heißt, wir gehen Ihnen ja gleich ein bisschen entgegen und treffen uns dann aber auf dem Parkplatz vor dem Sturmgebäude, vor dem Neubau. Und da werde ich natürlich auch noch ein bisschen was zum aktuellen Tarifkonflikt sagen. Ja, Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen heute zum Warnstreik Storm und Krone in Spelle. Der bislang größte Warnstreik, den wir in der Geschäftsstelle Rheine organisieren durften. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle hier seid, denn ihr, jeder Einzelne und wir hier gemeinsam leisten einen ganz wichtigen Beitrag, damit es am Ende wieder einen guten Tarifabschluss gibt und wir auch zufrieden sein können mit dem, was wir erreichen. Hallo Willi. Ja, ich möchte kurz erzählen, warum wir uns heute hier treffen. Die einen oder anderen haben es verfolgt. Wir haben als IG Metall die Tarifverträge gekündigt, wie sich das gehört. Die Laufzeit war zu Ende am 31. März. Haben dann auch mit allen in den Betrieben diskutiert und nachgefragt, wie ist eigentlich die Lage, wie ist die wirtschaftliche Lage in den Firmen und sind so zu einer Forderung von 5% gekommen. Es gab auch Firmen, die gesagt haben, viel zu wenig, wir brauchen 7 oder 8. Es gab aber auch ein paar Firmen, die gesagt haben, es läuft nicht ganz so rund, wir wären auch mit 4,5 zufrieden. Und daraus entsteht dann nach langen Debatten eine Forderung und die heißt 5%, ihr seht es hier vorne. Und das war auch in den vergangenen Jahren ja so, dass man sich dann mit den Arbeitgebern zusammensetzt und in der dritten Runde haben sie dann die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, naja, die Preise steigen kaum und die Produktivität ist auch eher bescheiden, wir bieten euch mal 0,9% an. 0,9% für alle und 0,3% für Firmen, denen es besonders gut geht. Das wäre also 1,2%. Da kann jeder mal rechnen, was für ihn denn 0,3% ausmacht. Ein halbes Weizenbier im Monat und dann ist also diese Erhöhung schon vertrunken sozusagen. Also, das ist schon, es war einmal das niedrigste Angebot, was Arbeitgeber jemals gemacht haben und war natürlich für uns auch eine Provokation. Denn wenn man, und das machen die Arbeitgeber gerne, wenn man sagt, wir brauchen sowas wie Warnstreiks nicht, wir können uns doch vernünftig zusammensetzen und miteinander reden und dann zu einem Ergebnis kommen, dann kann man nicht mit einem solchen Vorschlag kommen. Das kann ja nicht funktionieren, denn in der allerletzten Runde vor den Warnstreiks am 29. April haben sie dann dieses Angebot
exorbitant erhöht auf 2,1%, aber nicht für 12 Monate, sondern für 24 Monate. Und wer das ausrechnet, haben die dann am Ende auch nicht bestritten. Das war gar keine Erhöhung, das war nur eine längere Laufzeit. Denn 0,9 plus 0,9 ist 1,8 plus 0,3 Einmalzahlung sind also diese 2,1% für 24 Monate. Und damit war auch klar, dass wir auf gar keinen Fall in eine Phase kommen, wo man am Ende ein Ziel erreicht ohne Warnstreik. Und deswegen Land auf, Land ab, massive Warnstreiks in Tausenden von Betrieben und so eben auch hier heute bei Krone und bei Sturm in Spelle. Mir hat auch noch niemand einen besseren Vorschlag machen können, was man denn macht, wenn die Arbeitgeber sich nicht bewegen. Und jeder, ich versuche das mal nach der Tarifrunde auszurechnen, jeder kann das ja mal ausrechnen. Wenn wir immer das genommen hätten, was die Arbeitgeber uns am Ende der Verhandlungen vor den Warnstreiks, also ohne Warnstreiks, angeboten hätten, dann wären in den letzten 10, 15 Jahren deutlich, deutlich niedrige Abschlüsse erzielt worden. Insofern brauchen wir jeden Betrieb, jede Aktion, um dann am Ende doch zu einem Ergebnis zu kommen. Ein großes Thema der Arbeitgeber ist wieder einmal die Flexibilisierung. Wir haben in den vergangenen Jahren immer schon mal einen Tarifabschluss gehabt, den konnte man im Betrieb, wenn es nicht so gut läuft, ein bisschen nach hinten verschieben. Um 3 Monate, um 6 Monate, bis diese Tariferhöhung dann tatsächlich umgesetzt wird. Und das wollten Sie gerne wieder. Und Sie kommen noch mit ganz anderen Vorschlägen, was Flexibilisierung bedeuten könnte, weil es so vielen Betrieben nach Ihrer Auffassung schlecht geht. Und daran hakt es im Moment bei der Frage, legen die jetzt mal bei dem Angebot was drauf. Und wir haben schon einige Gespräche dazu geführt. Denn wir sagen, wenn eine solche Tarifrunde, dann eine Tariferhöhung nicht gezahlt werden soll, dann geht das nur mit einer Vereinbarung mit der IG Metall. Das haben wir Ihnen deutlich auf den Weg gegeben. Sonst gibt es keine Flexibilisierung, keine Differenzierung bei einem Tarifabschluss. Nur mit der IG Metall und dann müssen auch die Zahlen auf dem Tisch, dass man sich die Tariferhöhung nicht leisten kann. Das war sozusagen jetzt die Gesprächsrunde, die am Montag stattgefunden hat in Düsseldorf. Nein, gar nicht, war in Neuss. Und die Vereinbarung ist, dass wir jetzt am Donnerstag, also morgen ab 15 Uhr mit den Arbeitgebern weiter verhandeln. Ein neues prozentuales Angebot, eine neue Erhöhung liegt noch nicht vor. Es geht also jetzt im Wesentlichen um diese drei Faktoren, Differenzierung. Laufzeit ist natürlich immer ein Thema, wobei ich daran erinnere, dass wir vor 1,5 Jahren im Januar unsere Warnstreiks machen mussten, oder Anfang Februar war es, glaube ich, und da war das Wetter natürlich entsprechend schlecht. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir, wenn wir einen neuen Tarifvertrag abschließen, auch wieder in einer Zeit Warnstreiks machen können, wo wir dann bei gutem Wetter uns hier draußen treffen können. Also die drei Punkte, Laufzeit und die Erhöhung, vielleicht in 2 Stufen und die Differenzierung, werden morgen dann in der Verhandlung eine große Rolle spielen. Alle sind eingeladen, der Vorstand, die Tarifkommission für Freitag. Und wenn die Signale so sind, morgen machen wir noch eine große Aktion in Köln. Morgen hat auch die Geschäftsstelle Rheine nochmal eine größere Warnstreikaktion bei der Firma Renk. Reine. Und wenn alles gut läuft, dann kommen wir auch wieder zu einem Abschluss. Die Metall- und Elektroindustrie ist unterschiedlich ausgelastet, die Ergebnisse sind unterschiedlich gut, aber über alles, wir machen ja einen Flächentarifvertrag, sind die Gewinne auch im letzten Jahr ganz ordentlich ausgefallen und ich gehe auch davon aus, dass das dieses Jahr so ist. Und dass die Wirtschaft in Deutschland recht rund läuft und recht gut läuft, das liegt eben auch daran, dass wir in den letzten Jahren gute Tariferhöhungen abschließen konnten. Das liegt zum Beispiel auch am Mindestlohn, das liegt daran, dass die Leiharbeiter besser bezahlt werden, weil all das führt dazu, dass die Kaufkraft zunimmt, die Binnennachfrage zunimmt. Da sind sich übrigens alle Wissenschaftler einig, die das analysieren. Das Wirtschaftswachstum von 1,6-1,7% basiert zu 0,9%, also mehr als die Hälfte, 60%, durch die Binnennachfrage. Dadurch, dass Menschen einkaufen, dass das wieder in den Wirtschaftskreislauf reinfließt. Das liegt natürlich auch an den niedrigen Zinsen, weil der noch ein paar Euro übrig hat, der legt die nicht mehr auf die Bank. Da kommt sowieso nichts mehr rum, sondern er gibt es aus. Und das stärkt und stabilisiert die Wirtschaft. Und deswegen kann es ja nicht sein, dass wir jetzt als Metallindustrie, die auch weiterhin führend ist, die immer noch gute Exportergebnisse hat, plötzlich den niedrigsten Abschluss machen. Verdi hat vor kurzem abgeschlossen über 2 Jahre 2,4 und 2,35%.
Also das ist ja schon mal so eine Orientierung auch für die Arbeitgeber, was nicht heißt, dass es genau das werden soll, aber das ist natürlich meilenweit entfernt von den 09, die wir bisher von Ihnen gehört haben. Was passiert, wenn wir uns morgen nicht einigen? Wir haben, auch wenn das ein sicherlich unchristlicher Tag ist, für Pfingstsamstag eine Tagesschulung für alle, weil wir dann vorbereiten Tagesstreiks und auch Flächenstreik. Wir machen das ja nicht so regelmäßig, aber wir müssen im Zweifel ja auch in der Lage sein, dass der Druck weiter aufgebaut wird, dass wir auch ganz regulär einen Streik organisieren können. Finanziell haben wir die Rücklagen dafür gebildet, das können wir. Und wir sind auch organisatorisch dazu in der Lage, aber wir bereiten uns eben auch auf alles vor. Auch das dürfen die Arbeitgeber nicht vergessen. Und wenn dann der ein oder andere Betrieb im Streik ist, werden wir vielleicht auch ein paar Betriebe nochmal bitten, zu einer Aktion, zu einer Kundgebung nach Rheine zu kommen und Ähnliches. Also da ist noch Bewegung drin, wenn es nötig wird. Dennoch wünschen wir uns, dass die Arbeitgeber einlenken und dass wir ein Ergebnis erzielen, das für euch gut ist, dass das Portemonnaie im Portemonnaie spürbar ankommt und dass auch die Arbeitgeber noch verkraften können. Ja, insofern herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid und dass wir hier gemeinsam mit euch auch ein Zeichen setzen können in Richtung Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände. Und ich bin sicher, das wirkt, das kommt an, das kriegen die mit. Und nächstes Mal sprecht ihr noch ein paar mehr Angestellte an, damit wir noch ein paar mehr Angestellte hier hinbekommen. Denn die dürfen wir ja nicht vergessen, sie kriegen ja hinterher auch mehr Geld. Das können wir nicht verhindern, ob Mitglied oder nicht. Das Geld kommt auch bei den Angestellten an und von daher würde ich mich freuen, wenn auch nächstes Mal mehr von denen dabei sind. So, das war es von meiner Seite. Ich weiß nicht, wollt ihr beiden noch kurz was sagen? Dann erstmal herzlichen Dank. Warum beteiligen Sie sich an den Streik? Ja, wir sehen, dass einfach die Löhne so für viele nicht mehr ausreichen und dass also da eine Erhöhung kommen muss. Und wir stehen zu der Forderung der IG Metall, 5%, dass da verhandelt wird, dass wir da einen erklecklichen Teil dann auch davon bekommen. Und deswegen stehe ich dazu, dass wir mitmachen. Und man sieht es auch hier an der Beteiligung der Kollegen, die dabei sind, die Anzahl der Kollegen, die dabei sind, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist und auch, dass die Mannschaft sehr stark dahinter steht, hinter diesen Forderungen. Die Anzahl der Kollegen, die daran teilgenommen haben, wie hoch mag die sein? Wir gehen von aus, dass etwa 800 Mitarbeiter von Krone mit dabei sind. Von der Firma Sturm. Die Firma Sturm hat sich auch beteiligt. Warum macht die Firma Sturm mit? Genau das gleiche Prinzip? Oder? Ja, vom Prinzip her ist es wirklich genau das gleiche. Wir sehen das genauso. Also das mit den 0,9% das erste Angebot, das war einfach nur lächerlich. Und dann die 2,1%, dann aber über 24 Monate, haben wir als fast schon frech empfunden. Und deswegen möchten wir auch damit Ausdruck verleihen, um wenigstens die 2,5% vielleicht hoffentlich zu bekommen. Sie werden auch in Zukunft weitermachen, wenn das nicht so klappt? Wir werden auch in Zukunft weitermachen und dann auch würden wir uns nach Möglichkeit an diesen 24-Stunden-Streiks würden wir uns beteiligen. 24 Stunden wird ein immenser Ausmaß für die Firma Sturm haben, oder? Definitiv, ja. Inwiefern? Inwiefern, weil wir nun mal auch zeitliche Aufträge haben und also das würde der Firma Sturm nicht gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Ebenso wird es auch bei der Firma Krone sein, bei einer 24-Stunden-Streik. Wie soll das gehen bei Krone? Ja, ich will hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass vorher eine Einigung kommt. Genau. Aber wenn das nötig sein sollte, dann werden wir uns auch daran beteiligen und müssen dann sehen, wie dann die Belegschaft reagiert und wie viele Leute beteiligen. Wenn sich da die gleiche Anzahl der Leute beteiligt, wird es natürlich auch dann bei Krone zu Ausfällen kommen.